Hi Leute, willkommen bei Tupac VR und willkommen bei Vacate Rooms 2. Ich weiß nicht, was uns jetzt hier erwartet. Es ist auf jeden Fall ein Rätselspiel. Okay. Auch schon so ein bisschen creepy, finde ich. Und wieder was. Okay, da kommt auch wieder ein Schild von Heiko, Hoshi, Ide. Danke an meine Familie und meine Freunde. Ich habe leider den ersten Teil nicht gespielt. Ich habe jetzt den zweiten hier zum Testen bekommen. Auch danke dafür an den Entwickler. Es ist sogar in Deutsch. Also man kann verschiedene Sprachen einstellen. Finde ich echt cool. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Und ja. Da steht schon los und los geht's. Viel Spaß. Oh. Okay. Ich kann mich nicht bewegen mit den Sticks, also muss ich wahrscheinlich wirklich hier rein. Okay. Ach, wir haben Licht. Licht ist gut. Den können wir nicht benutzen, also benutzen wir den zweiten Knopf hier. Wow, und da geht's. Ein komisches Gefühl. Sehr beengend. Okay, wo sind wir jetzt hier? Wow, so ein Tunnelsystem. Oh, ey. Bitte keine Horrorelemente jetzt. Ich habe momentan ein bisschen Problem mit dem rechten Grip, mit der rechten Grip-Taste. Der Ersatz ist schon bestellt. Ich hoffe nicht, dass es hier jetzt ein Gamebreaker wird, aber ab und zu funktioniert es, ab und zu nicht. Okay, was jetzt? Hoch geht's. Steht da. Auserwählte Subjekte, ich darf verkünden, ihr werdet errettet. Schon bald werdet ihr den Schöpfer treffen. Wir werden für immer bei ihm sein, dein Erlöser. Glaube ihm nicht. Sie haben schon Tausende entführt. Wir werden nicht die Letzten sein. Okay. Okay, ich kann nicht wirklich mich nicht bewegen. Das heißt, ich muss mich hier in Real Life bewegen. Könnte für manche ein Problem werden, wenn man hier jetzt sich nicht ein bisschen wenigstens fortbewegen kann, teleportieren kann. Es ist natürlich trotzdem ein cooles Gefühl von, ja, von Freiheit in VR, sag ich mal, wenn man den Platz hat. Ich hoffe aber, dass ich gleich trotzdem nicht irgendwie gegen eine Wand laufe oder so. Ja, fangen wir mal an. Schauen wir uns mal um, was wir hier haben. Wir haben irgendeinen Kasten. Okay. Könnte jetzt eine Sicherung sein oder irgendeine DNA. Okay, lassen wir die mal kurz liegen. Hier haben wir Knöpfe. Hier haben wir irgendwie eine Reihenfolge, von wo nach wo man irgendwas machen soll. Keine Ahnung, weil hier steht ein Pfeil, da steht ein Pfeil. Da kann ich auch nicht drücken. Okay, die kann man drücken. Hier kann man auch drücken. Oh. Okay. Tschüss, Aufzug. Okay. Ich muss mich langsam vortasten. Kann ich hier den Nagel? Nee. Hier kann man nichts machen. Ja, hier müssen wir irgendeinen Code eingeben, aber den haben wir ja gar nicht. Da ist noch irgendein Fahrstuhl. Hoffentlich reicht der Platz aus. Ich stelle mich mal hier so ganz locker hin. Falls ihr gleich hier eine Katze rumlaufen seht, das ist meine. Die liegt nämlich hier irgendwo gerade auf dem Boden und schläft. Okay, da geht's hoch, aber der Fahrstuhl hält. Kann man. Okay, der geht noch höher. Nee. Okay. Dann müssen wir uns erstmal. Wow.
Lukas Alleins Tür auf. Kann ich den Knopf hier ziehen oder was? Nein. Etwas Alleins der Zweite. Schönes Ölgemälde. Ja, kommen wir auch gar nicht. Was ist das? Mr. H. Junior. Okay. Fahren wir nochmal runter. Ist auf jeden Fall so gut gemacht, insofern, dass der Fahrstuhl immer von links nach rechts dreht. Und man somit auf jeden Fall immer wieder in die andere Richtung gehen muss und vom Platz her eigentlich das passen müsste, wenn man die optimale Größe vom Raum hat. Okay, hier haben wir ein Bild. Das hilft uns aber jetzt nicht weiter. Der hilft uns natürlich immer weiter. Château de Julie 1650. Ich möchte ihn aufmachen, geht nicht. Okay. Kann man hier machen? Da muss man irgendwas einlegen wahrscheinlich. Okay. Okay, der ist zu, die Kiste. Hier haben wir ein Buchregal. Eins guckt raus. Okay, ich kann es nicht nehmen, aber es drückt sich rein. Was ist das? Oh, noch so eine komische Sicherung oder was auch immer. Die sieht leicht grün aus. Und hier haben wir auch ein Bild. Tragischer Unfall verbrennt Adligen. Ein tragischer Unfall ereignete sich bei unserem diesjährigen Fest der Wiedergeburt. Betroffen ist der allseits bekannte Adlige und Besitzer der größten Goldmine der Gegend, Herr H. Als eine Gruppe von unbekannten Personen mit brennenden Fackeln nach ihm warf, wurde er starken Verbrennungen ausgesetzt. Es ist noch nicht sicher, ob er überleben wird. Auch sind weder die Gründe für das Werfen der Fackeln noch die Schuldigen bekannt. Bekannt ist nur, dass die Fackeln getränkt waren in einer Flüssigkeit, die bekannt ist unter. Und dann kann man nicht mehr weiterlesen. Aber interessant ist, da oben steht 13 18 6, 62. Vielleicht kann man damit hier hinten diesen Code, diese Codetafel füttern. Ich würde sagen, wir packen uns mal alles und fahren mal runter. Schon irgendwie cool gemacht. Okay. Einmal grün. Okay, wir legen das mal hier hin. Was sind das denn für Farben? Das könnte orange sein. Oh, okay. Grün. Das passt sogar. Okay, passieren tut nichts. Wie viele Stellen haben wir denn hier? Das sind ja 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, cool. 13. 18. 62. Und nix. Andersrum. 2, 6, 8, 1, 13. Nochmal. 2, 6, 8, 1. Nee. Okay, schade, ich dachte, das wäre so leicht. Haben wir denn hier jetzt irgendwas? Raum 1, Dachausgang. Also das ist ein Rätsel und das wird ein Rätsel sein. Komisch, komisch. Das sind andere Hinweise hier noch.
ZZX. Okay, wir fahren noch mal ganz kurz hoch. Wir fahren noch mal ganz kurz hoch. Ich liebe ja solche Rätsel, aber wenn man dann echt zu lange an irgendeinem Rätsel hängt, ist es blöd. Aber wir sind ja noch nicht lange dran, von daher passt es noch. So, 16:50 dann drauf. Vielleicht können wir damit irgendwas machen. Die 13 und 16:50. Vielleicht. Oh, ich weiß gar nicht. Passt auf jeden Fall. Okay. 16:50. 13. Nein. 13, 16, 50. Muss man irgendwo bestätigen oder? Ist das schön? Und das fällt hin. Also die 13 spielt wahrscheinlich echt eine Rolle, weil die steht hier drin und die steht auch da drin. Vielleicht 26 und... Also die 2 13 zusammen. Nicht wirklich. 26 und 16:50. 16:50 und 26. Boah. Das wird fast unlösbar. Weil ich auch nicht ganz genau weiß, was hier von mir jetzt gefordert ist. Fahren wir nochmal hoch. Ich weiß nicht, ob ich komplett noch im Kamerabild bin. Wenn ich nur ein bisschen drin bin, dann tut es mir leid. Aber mehr gibt die Kamera leider nicht her. So, hier haben wir zwei, hier haben wir zwei Lampen. Oh! Okay. Da passiert nichts, aber hier haben wir was. Das ist ein Schlüssel, das ist ja schon mal gut. Komm. Gehst du da rein? Oh, Schlüssel, nicht weg. Nee, nicht weggehen. Auf jeden Fall eine blaue Sicherung jetzt wieder. Ah, da oben war doch eine Tür, oder? Wenn es da nicht reinpasst, muss es doch oben reinpassen. Der wehrt sich dagegen. Okay, dann fahren wir mal kurz hoch. Okay. Tür auf, Tür zu. Was ist das? Okay. Auf dem Schlüssel steht eine 8 drauf, ja. Und was soll uns das sagen? Ah. Okay. Aber bringt uns auch erstmal nicht weiter, oder? Weil wir kommen da eh nicht rein. Die Tür geht auch nicht weiter auf. Okay. Das ist ja cool.
0246 1357 Z. Oh je, solche Rätsel sind echt nichts für mich. Die einen sind schwarz, die anderen sind blau. Was haben wir denn sonst noch? Okay, nur das. Ich da noch weitergehen? Weiß nicht. Nicht hier rein? Ja. Kann ich. Da liegt noch ein schönes Foto. Da ist noch was. Ist hier noch irgendwas drauf? Okay, wir haben auf jeden Fall wenigstens ein Foto gefunden. Dann gehen wir jetzt gleich nochmal raus, machen die Tür wieder zu, auf und dann gucken wir mal. Ich habe da irgendwas Weißes auf dem Boden gesehen eben. Nach dem Feuerangriff beim diesjährigen Fest der Wiedergeburt auf den anwesenden Anwegen, Goldminenbesitzer Herrn H., ist sein Gesicht bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Okay. Aber damit kann ich nichts anfangen. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es waren aber unten nur 6, oder? Wann müssen 7 Ziffern eingegeben werden? Die Dat hat auch was zu bedeuten, dieses Z, T, X, C. Aber was? Ich weiß noch nicht, was dahinter ist. Das eine 1? Was soll das dann sein? Boah, Leute. Echt nicht einfach. Okay, wir bleiben erstmal liegen. Dann machen wir nochmal zu. Die Zaubertür. Okay, dann gehen wir hier mal rein. Das ist ein Horn. Könnte das in den... Na, das kann nicht in den Planspieler rein, oder? Aber wir nehmen es mal und schauen uns mal um. Das könnten wir nicht gebrauchen. Nein. Was aber? Okay, jetzt haben wir schon das Platzproblem. Ich lasse es mal hier runterfallen. Ich bin ja nämlich gerade im Raum direkt neben der Softbox. Ich bin dann wahrscheinlich auch jetzt relativ hell. Nicht wegglitschen, wir brauchen dich noch. Natürlich ist es das nicht. Was soll das denn sein? Für wo? Flippt ein bisschen rum. Nein. Okay. Ja, dann packen wir uns das mal hier. Schade, dass wir kein Inventar haben. Kommen wir nochmal runter. Mach keinen Scheiß. Okay. Ist noch mal gut gegangen. Ich dachte gerade, das wäre weg. So, hier haben wir blau. Wo soll der hin? Passt der da drauf? Jetzt mach kurz um. Nö. Also da wissen wir jetzt noch gar nicht, für was das sein soll, ne? Okay.
ZZX, ZTX. A, C. Wenn wir jetzt noch ein B finden, irgendwas mit B, dann haben wir wahrscheinlich die, dann würde ich vermuten, dass diese 13 jetzt hier die erste Ziffer ist. Die 23 ist der dritte Ziffernblock. Steht denn hier auch nochmal ein B irgendwo drauf? Oder müssen wir jetzt noch irgendwas finden? Ja, einfach mal 13. Was war nochmal? Das war A. A war 13. C war 26. Also 13, 13. 23, ne? Oh. Flippt der hier rum? 23, genau. Nein. Wofür soll das sein? Grün-Gelb. Grün. Ja, fängt mal von hier an. Blau, grün. Aber uns fehlen ja auch noch drei wahrscheinlich, ne? Okay, kann ich jetzt noch. Zwei hatten wir ja. Das ist S. S ist wieder runter. Will wieder hoch. Was blöd, habe ich das Spiel jetzt hier beendet? So, da sind wir wieder. Also, das hat mich nur bis zum Menü gebracht. Also, das bringt gar nichts. Also, wieder zu. Jetzt nehmen wir uns das mal und fahren mal nochmal hier hoch. Nochmal hier hoch. Ah, man kann auch runterfahren. Sehe ich jetzt erst. Okay. Okay. Kann ich nochmal aktivieren. Dann fahren wir mal eine Etage tiefer. Also jetzt zwei. Vielleicht können wir das da gebrauchen. Und vielleicht finden wir unseren nächsten Ziffernblock. Wenn meine Vermutung überhaupt stimmt. Und runter. So ein komisches Bild. Ziemlich gruselig. Boah, ist halt ekelhaft, das Geräusch. Schnell wieder hoch. Der Botschafter. Wir haben eine neue Sicherung bekommen. Aber nützt uns immer noch nichts, ne? Was ist das für eine Farbe? Violett? Ne, rot, ne? Rot. Okay, zwei Sicherungen fehlen. Unten hört man immer noch das komische Geräusch. Jetzt fahren wir nochmal kurz hoch. Wir müssen bestimmt hier irgendwas übersehen haben, oder? Bilder sagen uns aber gar nichts. Das Ding kriege ich nicht auf.
Können wir ein bisschen cheaten und gucken mal reingucken, was da drin ist. Ja, ist aber nichts drin. Okay. Ja, nochmal eine Etage höher, vielleicht. Also wir müssen das Zahlenrätsel lösen, dann kommen wir zum Dachgeschoss, so wie es hier aussieht. Irgendwas übersehen. Ist ja eine Flasche mit anderem Aufdruck vielleicht. Ja, die haben alle den gleichen Aufdruck. 13%. Aber da liegt noch eine Sicherung. Dann fehlt nur noch eine, ne? Würde ich sagen. Okay, das bringt uns jetzt schon mal weiter. Was uns nicht weiterbringt, ist das hier. Weil ich damit überhaupt noch nichts anfangen kann. Wenn das ein Z ist, was ist denn das hier? Und was soll das sein? Ein T? Ja, also, da komme ich noch nicht klar drauf. Und da war aber auch nichts mehr anderes, ne? Da war nur dieses Dings. Okay. Dann fahren wir nochmal runter. Mit dem nächsten. Ich vermute ja mal, dass so ein Teil nochmal in dieser Kiste da liegt. Fahren wir uns nochmal runter. Wow. Nicht wegflippen. Raum 1 fehlt uns immer noch was. Dachgeschoss fehlt uns. Also uns fehlt eigentlich alles. Fahren wir nochmal zu diesem gruseligen Typ da unten und gucken mal, ob wir da noch irgendwas machen können. Ich habe nur ein bisschen Schiss vor dem. Aber wir können mal probieren, jetzt an die Lampen zu kommen, aber da passiert nichts. Ist nichts, ne? Teppich kann man nicht hoch machen. Wir haben nur ein ekelhaftes Geräusch. Der Botschafter war ein ekelhafter Typ. So. Tschö. Also, das Spiel ist einfach gehalten, aber macht trotzdem irgendwie Spaß. Auch wenn ich jetzt so ein bisschen hänge. ZZX, ZTX. Aber da oben stand auch nichts davon, ne? Also ein Z haben wir gesehen, okay. Ein T eventuell. Mist, Mist, Mist.
Das hat eventuell gar nichts mit den Zahlen zu tun. Oder ich weiß ich nicht. Vielleicht doch und wir müssen in den einen Raum nochmal rein und gucken, was das für Dings sind. Komm, wir nehmen mal hier. Nee, nehmen wir einfach mal kurz mit. Jetzt ist meine Katze aufgewacht. Zu. Ach. Muss mal ganz kurz gucken, was meine Katze will. Vielleicht will die raus. Nein, die liegt einfach nur und möchte Aufmerksamkeit. So, geh jetzt nicht mehr zu. Wir wollen in den Raum. So. So, bleib hier schön stehen. So, wir haben ZTX. Z. T. Ja, ist alles weggext. A und C, so. Hier ist aber doch nicht noch irgendwas drin, ne? Nein. Ein kleines C zu sehen oder so. Wir haben hier auf den Bildern jetzt auch keinen Z mit so einem Strich, was eventuell eine andere Zahl sein könnte oder so. Finden uns alles irgendwie gar nicht weiter. Also mich zumindest nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Also mir fällt dazu jetzt irgendwie nichts ein. Z, wenn das Z eine 7 ist, hätten wir 7, 7. Was wäre dann das X? Na, irgendwie. Das könnte definitiv irgendein T sein. Total missraten ist. Ja, aber ich komme so nicht weiter. Auch nicht weiter. Ich brauche noch irgendeine kleine Info, damit ich irgendwie weiterkomme. Jetzt ist mir das Bild abhanden gekommen. Das ist auch gut. Hoffentlich ist das eine Etage tiefer jetzt noch, oder liegt es da? Da liegt das andere Bild. Ja. Okay, also es kann sein, dass es weg ist. Ne, irgendwie. Hierfür haben wir keine. Gibt es da so runde Tonkartuschen, sag ich mal. Haben wir aber auch hier nichts.
Okay, Bild scheint weg zu sein. War schlecht. Ich habe aber auch keine Idee gerade. Eine Sicherung fehlt. Mann, Mann, Mann. Gucken wir mal, ob das Bild da unten liegt. Nee. Ja, Bild scheint weggebackt zu sein, aber ist okay. Ich komme hier echt nicht weiter. Wenn er sich so dreht, dann kann man schon ein bisschen Gleichgewicht sinnvollieren. Das ist natürlich blöd, dass das jetzt weg ist, aber gut. Ich würde eh sagen, wir hören hier erstmal auf. Ach, wo bin ich denn jetzt hier im Raum? Okay, hier. Ja, das war Vacate Rooms 2. Ich habe es jetzt leider nicht lösen können. Ich hoffe aber, dass ich beim nächsten Mal da irgendwie drauf komme. Ich muss wahrscheinlich jetzt neu anfangen, um das Bild wieder zu finden. Würde dann aber hier an der Stelle wieder fortfahren. Wenn euch das auf jeden Fall gefallen hat, wenn ihr da mehr von sehen wollt, würde mich echt interessieren. Schreibt es einfach unter die Kommentare. Das hilft mir, für euch Content zu finden, der euch wirklich gefällt und den ihr auch sehen wollt. Also ich kann mir auch vorstellen, da sogar mal eine Live-Sendung rauszumachen, dass ihr mir dann da helft und so weiter. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr darüber denkt. Und ja, wenn euch es gefallen hat, wie immer, Like raus. Ein Abo wäre echt nice. Und ja, dann würde ich sagen, schönes Wochenende noch und bis dann. Ciao.